Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Heute geht es um das Thema Bioessen. Zuallererst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen, dann über die Vor- und Nachteile, anschließend über die Situation in meinem Heimatland in Vietnam und am Ende kommen wir zu einem Fazit. Kommen wir nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt, fast wie ein Dorf. Dort haben wir immer Essen und Obst vom Markt gekauft, daher wussten wir immer, woher das Essen kam und ob es gut war. Denn Bioessen hat viele Vorteile. Es ist sehr gesund und enthält keine Giftstoffe. Besonders bei Bio-Fleischprodukten ist es sehr gut, dass sie nicht mit Hormonen behandelt werden. Der Nachteil ist, dass man trotzdem nicht immer weiß, ob die Tiere auf dem Bio-Bauernhof gut behandelt werden. Auch ist es nicht immer einfach, Bio einzukaufen, weil es erstens sehr teuer ist und zweitens ist die Auswahl begrenzt. Die Situation in meinem Heimatland in Vietnam sieht so aus, dass es nicht viele Bioläden gibt. In den kleinen Städten in Vietnam sind Bio-Lebensmittel auch nicht so beliebt. Und trotzdem wissen die meisten Menschen sowieso, woher ihre Lebensmittel kommen. Um zum Schluss zu kommen, würde ich sagen, dass es meiner Meinung nach besser ist, Bioprodukte im Dorf zu essen, um die Bauern zu unterstützen und man weiß auch, wie und wo das Essen hergestellt wurde. Das war mein Vortrag. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.